Nochmal dazu zu diesem Buch hier. Also nochmal dazu, ja. Ich möchte mit diesem Buch keinen angreifen. Wenn ich was vorlese, dann ist es aus Büchern, die ich mir geholt habe. Und ich bin nur der Leser und nicht der Angreifer. Wenn, dann ist der Angreifer und nicht ich, weil er hat dieses Buch geschrieben, nicht ich. Ja, und ich verbitte mir, dann zu sagen, ja, ich fühle mich angegriffen in diesem Buch, weil ich habe damit keinen angesprochen. Ich habe nur angesprochen, was er erlebt hat, seine Gedanken und wie er das sieht, seine Wahrnehmung, weil jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung. Und wenn sich dann ein Mensch angegriffen fühlt, dann muss er die Jacke nicht anziehen, wenn es nicht so war. Dann ist doch gut, dann ist alles schön. Aber er schreibt es in ein Buch und die Bücher, die ich vorstelle, ich bin nur der Leser. Also nochmal, ich bin nur der Leser dieser Bücher und auch dieser Zeitungsartikel und diese Sache auch mit Pakistan, diese Sache. Weil, wenn ich mich mit einer Kultur auseinandersetze oder diese Kultur möchte mich kennenlernen, dann informiere ich mich vorher erstmal in der Kultur, was da abgeht. Wie sind die gebräuchlichen Sachen? Was muss man machen? Was mögen die nicht? So bin ich. Wenn ihr nicht so seid, dann ist es euer Problem. Wenn ihr auf blauen Dunst in irgendwas reinlauft, ist es euer Problem. Aber ich bin nicht so. Ich bin nicht mit einem Klammerbeutel gepudert. Ich habe auch meine jahrelange Erfahrung. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn dieser Mann dieses Buch schreibt, was ich vorstelle, was ich ja auch gut finde, dass mal Leute darüber schreiben, weil ich hol's mir auch nur irgendwo und leih mir das aus und lese das. Und ich stell's nur vor, ich mache keine Werbung damit. Ich sage nur, lest es doch einfach mal. Und damit ist gut. Und das ist nichts Schlimmes. Und wenn sich dann einer angegriffen fühlt, dann tut's mir leid. Es soll aber kein persönlicher Angriff sein. Vielleicht ist das jetzt endlich verstanden worden. Meine ganzen Videos, die da drinnen sind, soll kein persönlicher Angriff sein. Die Zeitungsartikel, dann müsst ihr die Zeitung anschreiben und die anzeigen, dass die so eine Zeitungsartikel reinsetzen. Aber nicht mich, die nur ein Leser ist, ein ganz blöder Leser, der irgendwelche Sachen liest. Denn das finde ich nicht in Ordnung. Und das ist nicht schön. Dann darf man ja gar keine Bücher lesen. Dann lest doch auch keine Märchenbücher, was da für Gewalt drin ist. Die zeigt ihr aber nicht an, die Schriftsteller. Brüder Grimm, was da für Alkohol und dieses, da wird nichts angezeigt. Aber die Leute, die Bücher lesen, die werden immer gleich angezeigt oder wird gesagt, ich fühle mich angegriffen oder wie auch immer. Ich habe dieses Buch nur gelesen, ihr könnt euch das auch gerne ausleihen. Und wenn ihr keine Leseratten seid, dann ist es euer Problem. Ich lese nun mal gerne Bücher, weil früher wurde man nämlich nicht aufgeklärt, da musste man nämlich dumm sterben. Und wenn ihr meint, ihr müsst stehen bleiben, dann bleibt stehen, weil ich gehe weiter. Ich werde mich informieren und mir weiter meinen Input holen. Und das kann mir auch keiner verbieten. Also bitteschön, wenn ihr einen anzeigen wollt, der dieses Buch geschrieben hat und ihr meint, das ist nicht richtig, dann macht es bei ihm, aber nicht bei mir. Weil ich bin nur der Leser, der publige Leser. Aber so kann man das ja schön immer auf andere schieben, ne? Das geht immer so schön, ne? Das gilt genauso auch für die Polizei. Ich bin nur der Leser von diesem Buch. Wollen Sie einen dafür verurteilen, dass man Bücher liest? Oh, bitte Polizei, dann könnt ihr auch keine Bücher mehr lesen und euch weiterbilden. So sehe ich das.